Heute leben wir einen ganzen Tag von einem Euro-Shop-Laden. Was ist das? Das sind die Muscheln, die Bohnen. Ich mal die Bohnen, da gibt es Bohnen. Ja, die, ne? Die gehen wirklich leer aus. Das ist doch dieses wie Yam Yam, ne, oder nicht? Wahrscheinlich. Ja. Nudeln. Nehmen wir die mit. Was kommt bei den Korb an? Ey, was machst du denn hier? Hier zu Hause? Eric! Komm mal bitte! Wir waren einkaufen! Hey, Mama und ich waren gerade shoppen, während du hier zu Hause warst. Was hast du gemacht? Geschlafen? Gefrühstückt? Ich hoffe, hast du was gegessen heute? Nein. Perfekt, nein. Besser geht's nicht. Mama und ich waren in einem 1-Euro-Laden shoppen. Wir werden heute den ganzen Tag damit überleben müssen. Wie viel kostet alles zusammen? 38 Euro. 40 Euro. Also haben wir 40 Artikel. Ein Euro-Shop heißt ja nicht, dass jeder Artikel 1 Euro kostet. Tüte 1. Tüte 2. Dio, guck mal. Ich habe auch an dich gedacht. Das ist Zero. Das ist Zero. Also jetzt dürfen wir uns Sachen für Frühstück aussuchen, ne? Wir haben aber auch viele Sachen für dich da reingepackt, wo wir dachten, dass du es geil finden würdest. Irgendwie ist das Frühstück. Für Frühstück ist nichts dabei. Was für Frühstück? Wir haben einfach alles eingepackt. Der ist für mich. Ja, also irgendwie Frühstück Maulwürfe. Der riecht. Ist Maulwürfe gesund? Nee. Wir dachten, das ist Wasser. So. Das ist kein Wasser. Das ist dein Frühstück? Ja, ja, und süß, vielleicht aus hier noch was für uns. Okay, er ist bestimmt das Frühstück heute einfach mal. Wir hätten Kuchen mitnehmen sollen. Da gab es so eine Kakaostrohhalme, hättest du dich drüber gefreut. Ja, aber siehst du. Ja. Dann fahr selber nochmal los. Dann lass Kapseln. Junge, du hast oder? Trinken. So. Lass mich da bitte nochmal reingucken. Du hast alles geholt, außer Essen. Dann ist es ausgelaufen. Ja, nimm doch einfach das hier zum Frühstück. Ich weiß nicht, ist das süß oder salzig? Ich würde eher sein salzig. Deswegen habe ich es nicht rausgeholt. Die probieren wir auch zum Frühstück. Das ist nicht nass. Das war im Kühlschrank, du Witzbold. Wir haben was Wichtiges für dich geholt. Ja. Ü 18 natürlich. Warte, ging nicht irgendwie, dass man da so... Es gab doch Schoko... Was ist das? Die sehen jetzt so fake aus. Wieso kommt da jetzt Dampf raus? Das haben wir doch noch nie. Okay. 13 Stück für 55 Cent, finde ich lustig. Was denn? Die sind aber nicht echt, oder? Ja. Nein, was soll das sonst sein? Nachgemachte Fake-Dinger, oder? So, Jelly Beans fehlt drauf. Ah, echte? Nein, nachgemacht. Jelly Beans. Ja, aber nicht von der Firma. Irgendwie kommen wir nicht zum Frühstücken. Möchtest du eine Schnuller haben? Ja. Hol mal einen zweiten Teil dazu. Oh, komisch. Ja, genau, der andere sieht noch komisch aus. Erst machen wir die Augen zu. So, ich dachte, willst du auch mal ein Stück nehmen davon? Das ist Schnuller mit Zahnspange sogar. Was hast du dann tauschen? Ja, genau. Was hast du für einen Geschmack? Genau, eine Blaubeere. Das sieht ein bisschen komisch aus. Ja, okay. Also ich werde das jetzt nicht auflecken jetzt. Aufessen. Aber ich möchte hier gerne noch ein paar andere Sachen. Wo ist der Rest? Aufflutschen. Wie? Hat Aufflutschen. Wollen wir nicht noch was nicht Süßes essen? Oh mein Gott, wieso ist das so zerfallen? Ach so, sind kaputt. Alle kaputt. Echt? Das zerfallen die so schnell. Zum Mal Waffeln. Ich bin förmlich den Zuckerschock in mir drin. Das riecht nach Vanilleeis. Ja. Das riecht nach einfach nach Vanilleeis. Ja, das schmeckt gar nicht. Die hier machen wir jetzt auf. Ja. Ich hoffe, die sind nicht süß. Also euer Frühstück ist der Hammer heute. Die sind auch salzig, aber irgendwie auch süß. Merkst du, ich mach's. Jetzt schmecken die salzig oder süß? Salzig, die sind lecker. Das ist Pulver oder flüssig? Pulver. Aber warum ist... Hä? Das oben ist irgendwie flüssig. Schmeckst du denn? Komm, Brezel hinterher. Das andere war irgendwie Brezel. Das schmeckt zu gesund. Mein ganzes Gesicht klebt. Das riecht wie vergammelt. Riech mal, das riecht irgendwie so... Oh ja. Das riecht ein bisschen gammelig. Nein. Das riecht nach einer Mischung aus Parfüm. Und das. Also ich sag euch... Man muss hier dieses Pulver nehmen. In seinem Mund. Das ist das mit Abstand actionreichste Frühstück, was ich in meinem Leben, glaube ich, hatte. Echt? Darauf erstmal noch ein bisschen Energy. So, wir sind fertig. So, warte mal, das nicht. Nee. Wir sehen uns beim Mittagessen wieder. Zeit fürs Mittagessen, und zwar haben wir da tatsächlich sogar einen halben Plan, also einen groben Plan. Wir haben nämlich Nudeln lustigerweise gefunden. Er schmeißt, du findest von dem Plan. Warte. Ich hab doch noch mehr gesehen. Lass du einfach Fertignudeln nehmen, oder? Nein, kann man zum Abendbrot lieber nehmen. Semischi kannst du nehmen, aber wir haben den Plan, dass wir diese Nudeln hier, diese Muscheln sogar von Birkel. Ich wusste gar nicht, dass... Mit was? Die Firma sagt mir nichts mit. Achso, Nudeln. Oh, ich sehe was Cooles. Du hast, nee, das meine ich. Bubblegum.
Sorry. Und zwar haben wir so eine schön vegane, mediterrane mit Basilikum und Oregano mit natürlichen Zutaten. Oh, Creme. Tomatensauce. Sehr, das denke ich dir. Ja. So, jetzt müssen wir Nudeln kochen. Ja, du gehst Nudeln kochen. Los. Ich will's. Weil du auch was machen musst. Ich hab das gemacht. Wir probieren dieses komische Magnesiumwasser mit Vitaminen und Mineralwasser. Und egal, was ich jetzt hier rausziehe, oh, das ist geil. Das ist genau das gleiche, nur ein anderer Geschmack. Ja, aber das können wir auch auf jeden Fall auch probieren. Das müssen wir probieren. Ich weiß nicht, was das ist, wie es funktioniert, was das sein soll. Probieren wir auch auf jeden Fall auch nochmal. Okay, ihr braucht auf jeden Fall gleich. Oh mein Gott. Das war sehr dumm. Ich hab meinen Finger zerstochen. Guck mal, das ist auf der anderen Seite hier durchgegangen. Oh mein Gott. Hier kam's raus. Ja. Oh mein Gott. Der rechte Finger ist kaputt, den linken kannst du auch nochmal zerstechen dann, ne? Guck mal, ich hätte fast noch einen Finger gehabt. Kreische. Max, das ist nicht so. Das ist man kostet die Nudeln nicht. Wir machen auch, also ich mach auch. Ja, okay, dann mach so wie Max jetzt sagt. Hallo, das. Oh nein, bitte. Das Ding hat auch Hunger. Ihr seid so bekloppt, ihr seid so bekloppt. So, fertig? Also, ohne Mist. Ja. Was machst du? Lass Wasser drin. Nicht zu viel. Nein! Zack, zack. Ja, okay, Deckel drauf und dann. Ich glaube, das ist hier richtig mit Energy. Hast du Energy? Nein! Nein, auf keinen Fall! Glaubst du, es schmeckt? Entschuldigung, glaubst du, es schmeckt? Nein, ich mach dir nachher. Als Spezialmischung. Ich mach dir lieber nachher Energy in deine Nudeln rein. Nein, natürlich. Oh, ich bitte dich. So, ich hab sowas noch nie gehört. Das ist eine Spezial. Es zischt, hör mal auf! So, so, so. Also, erst in der Küche ist eine Katastrophe. Kochlöffel ist rechts. Oh, ein bisschen Capri-Sonne? Ich hab das noch nie gehört. Boah, das riecht richtig nach Energy. Mir egal, wie es riecht. Riech mal da dran, riecht ja eben. Das wird ja nicht schmecken. Die Nudeln nehmen diesen Geruch auf, ja, diesen so Geschmack. Gut. So cool. Nudelportion 1 für Ash. Willst du noch mehr haben oder reicht das? Ja, warte mal. Die Energy-Nudeln. Kamera beschlägt. Echt? Oha. Das riecht nicht nach Energy ein bisschen vielleicht. Anderes Problem, ich glaube, die Soße, die wir geholt haben. Ich bin mir nicht sicher, ob das zu wenig oder zu viel ist. Kann ich mir nicht einschätzen. Ich bin sehr gespannt. Das sieht ein bisschen lecker sogar aus. Sieht gesünder aus als erwartet. Oh, oh, nicht so viel. Doch. Die Soße ist immer das Geilste bei den Nudeln. Ja, also gut. Ehrlich, so schön raufklatschen. Ist das nicht lecker? Trink es einfach. Und? Blablabla. Was ist das denn? Das schmeckt einfach Wasser und ein Zitronentropfen. Wenn ihr euch Erdbeerfanta kauft, einen Teelöffel ins Glas macht und einen Liter Selta da reinkippt, dann habt ihr dieses Getränk. Ja, komm, es ist nur ein bisschen mit Geruch. Das ist hart. Let's go. Aber es riecht ganz gut, die Soße. Mhm. Schmeckt das denn auch? Ja, oder? Es ist besser als erwartet. Ich dachte, heute wird richtig Katastrophe, Vollkatastrophe, dachte ich. Schmeckt dein Bubblegum-Eis? Ist ja alles so eklig. Warum? Das schmeckt auch nicht. Ja, ich mag's nicht. Also, ich sag ehrlich, die Soße schmeckt ein bisschen säurig. Ja, ne? Echt? Mm, ja. Aber es sind ganz viele, ist ganz viel Gemüse drin. Das ist wahrscheinlich einfach irgendwas, was da drin ist, so, was so schmeckt. Aber es ist besser als erwartet. Ja. 2 von 10? Mm. Note 2. Also, Note 2, okay. Mhm. Ja, geht fit. Das kann man sich gerade echt gut geben, vor allem nach unserem Frühstück. Ja. Blue, Raspberry, Strawberry und Apple. Ich weiß nicht, was das ist. Guck mal. Bitte. Stark. Ja, süß, salzig, sauer. Nicht so lecker scheinbar. Was ist das? Ich habe keine Ahnung, deswegen habe ich es mitgenommen. Okay, Fazit zu den Nudeln. Wenn man Hunger hat, gehen die fit. Okay. Was ist das? Ich kann das nicht definieren. Er macht dann. Ich check's nicht, das ist komisch. Süß. Oh mein Gott, sauer. Ah, da läuft alles raus. Wisst ihr, wie das schmeckt? Wie die Füllung von Center Shocks. Ja, wollte ich gerade sagen. In den Center Shocks, das drin. Mhm. Boah. Ich finde das cool. Bisschen alles durcheinander. Wir essen die Nudeln jetzt ein bisschen weiter, solange bis wir satt sind. Und dann sehen wir uns heute Abend oder nachher, wenn wir wieder Hunger haben, wieder. Bis gleich. Wir haben bis gerade 8:30 abends und wir haben irgendwie noch... Die ganze Tüte ist noch voll. Ash ist gerade nach Hause gekommen. Und ich würde sagen, es wird Zeit fürs Abendessen. Oh Gott, bitte, armes Kind. Ja. Das nennt man Ruhestörung, falls du noch nicht wusstest. So, wollen wir mal ein bisschen Licht anmachen hier. Guck mal. Ich weiß nicht, ob du Hunger hast oder Bock noch hast auf... Ja. Ich muss sagen, die Nudeln haben gut satt gemacht. Wir werden jetzt den Rest hier testen. So, ich würde sagen, die Banane hier habe ich extra für dich geholt, damit extra mal endlich mal eine Banane hast. Weil ich habe ja auch nichts auf Bananen. Das sieht komisch aus für mich. Die Banane. Ich glaube, da haben wir schade Sachen. Ich sage ehrlich, ich weiß nicht, was. Das ist kein Bananenmundspray, oder? Ist das Bananenmundspray? Ja. Bananengeschmack? Ey? Bah! Aber wo mache ich das auf? Das ist. Uff. Ich dachte, besser als wenn man da dran lutschen würde. Ich glaube, das ist gut. Also, während Ash versucht, seine Banane rauszuholen. Hä? Wieso betont das aber so? Das kann ich nicht. Ich probiere das hier, Active Futur. Habe ich immer geliebt, länger nicht gekauft. Ich weiß gar nicht warum, aber den Geschmack kenne ich. Merkst du, mach ich das auch? Ich krieg gleich einen Kollaps. Weiß nicht, ich probiere es einfach aus.
Wenn du es nicht hinbekommst, dann kriegst du nichts mehr. Was ist das denn jetzt hier? Das für Geschmack kenne ich überhaupt gar nicht, glaube ich. Alter, das ist geil. Nach was schmeckt denn das? Das heißt Lemon Ice Tea. Bananenspray? Das ist lecker. Wenn du das runterschluckst, das brennt richtig dabei. Ist das so ein Munderfrischungsspray? Oder ist das so ein... Süß, aber da ist irgendwie so viel Säure drin, wenn du das runter... Ich will auch mal probieren. Wenn du das runterschluckst, das brennt in der Hals oder ist nur mir so... Weißt du, was ich meine? Machen so zwei Spuren von der Schokolotte. Weißt du? In deinem Hals ist es so, fühlt sich komisch an. Ja, meine Zunge kitzelt. Ja, und das juckt. Das juckt im Hals, ne? Das ist ganz komisch. Wow. Was ist das? Ja, das ist ohne Witz. Wow. Das ist ein bisschen zu viel Säure oder so. Ich kann das nicht beschreiben, das ist ganz komisch. Ey, ich sag ehrlich, bei dem 1-Euro-Laden, die Süßigkeiten, die man da kaufen kann, das sind irgendwie so oft irgendwelche kleinen Spielzeuge mit drin. Also ich find's witzig, aber ist ja unnötig. Aber weißt du, was ich meine? Das ist ein Fake Oreo. In Pink. In Pink? Ja. Mhm. Das ist etwa, ich mag vielleicht. Ich finde die auch mal sehr lecker aus. Lecker mit Zucker. Ja, mach. Hast du Bock drauf? Ich sage ehrlich, wir können, also, ich dachte ehrlich, wir würden heute nicht so viel essen können. Aber ganz im Ernst, es ist genau das Gegenteil. Wir haben viel zu viele Sachen gekauft. Wir haben wieder extra gepackt, alle, ne? Aber mein Mund juckt jetzt. Du bist allergisch in den Spray. Ja, wir beide aber. Mann! Das riecht geil, Nick. Ja? Ja. Weil die sehen irgendwie nicht. Oh Gott, was ist das für eine Farbe? Einfach Einhorn-Geschmack. Oder so. Wonach schmecken die denn? Schmeckt. Würde ich mir jetzt nicht kaufen, glaube ich. Nein, aber. Die riechen sehr künstlich. Schmecken die auch künstlich oder ist das okay? Ich will jetzt nicht alles probieren, weil ich krieg sonst. Also. Wir hatten da übrigens Mann, alles kaputt gemacht. Danke. Wir haben gesehen. Oh, die können wir uns tatsächlich noch machen gleich. Guck mal, kennt ihr dieses Spielzeug? Das kenne ich. Ja, ich kenne es früher in größer. Ja, fangen wir den Ball. Cool. Einer gefangen. Oh, Junge! Huh. Ich sage ehrlich, wenn man Langeweile hat. Aber die kennen wir doch alle, oder? Ja. Warum? Das heißt, warum fliegt der schief? Na egal, was kennen wir alle? Zwiebelringe. Zwiebelringe sind gut. Die kannst du essen? Rote Beete schmecken schon gut. Probier mal. Die sind geil, glaube ich. Die sind, glaube ich, richtig. Diese Long Chips, ne? Ja. Ja. Das esse ich sie. Wie viel Salz ist da drin? Schmeckt das? Einer auf 100. Echt? 1 Gramm Salz in der ganzen Packung. Ja, okay. Schmecken die? Also normalerweise, wenn die in so einer gemischten Tüte sind mit verschiedenen Gemüsen, dann... Kann man sogar. Also ich würde mir das jetzt nicht kaufen. Wenn man Bock auf Chips hat, holt euch die nicht. Wenn ihr Bock auf irgendwas zum Snacken, das kann man safe mit Frischkäse super geil essen. Mhm. Diese Aioli-Dip. Also, ja, stimmt. Ja. Ja. Aber wenn man so richtig Bock auf so salzige Chips hat, nicht die. Wenn ihr Bock auf einfach so irgendwas so zum Löffeln oder so habt, ist gut. Ey, ich wollte auch probieren, Kollege. Die langen. Achso. Sind die gut? Mhm. Oder hast du die, wollte ich schon für dich einsacken? Ja, hast du zur Seite gelegt. Ja, aber was sagen? Auch die Oreo. Die sehen ja genauso aus wie sonst auch, die anderen. Mhm. Aber ich glaube, die waren wesentlich günstiger. Die anderen waren doch von Sistine Grene, weißt du noch? Die sind gut. Ja? Okay. Dann haut rein. Die sind übel lecker. Mhm. Geh ich gleich weiter. Das ist einfach Powerade mit Wasser oder so. Also mehr Wasser für mich. Ja, ist halt kein Zucker drin, ne? Beim normalen Powerade sind 4 Gramm Zucker oder so auf 100. Hä? Das hier steht überall eine 0, außer bei Salz 0,1. Gesalzen Powerade ist auch gut. Wisst ihr, was wir vorhin vergessen haben? Wir hätten absolut noch einen Cookie-Boden reinmachen können. Stimmt. Ich habe extra dafür geholt. Mittag. Noch. Stimmt. Mann. Ja, habt ihr nicht rausgeholt. Warte mal. Wir haben jetzt alles voll gut aus. Komm, wir können es nachher noch eine Yam-Yam machen. Worauf hast du jetzt noch Bock gerade? Wie groß ist dein Hunger? Also ich hab jetzt wir haben doch gar nicht mehr so viel drin, oder? Nö, tatsächlich nicht, aber ich freue mich über diese Kaffeesahne gerade. Oh nein, Max, die sehen richtig sauer aus. Ich glaube, diese 1-Euro-Shops sind so ehrlich die sauersten Süßigkeiten. Ohne Witz. Die sind echt schlimm. Das sind krank saure Sachen da. Ja. Ja, das ist. Max, das könnte richtig sauer sein. Ja, das soll richtig sauer sein, glaube ich. Gönn dir. Es ist so, es ist safe, wo man sich den Mund verätzt nach einer 5 Minuten. Das ist das so krank? Das rieche ich bis hierher. Aber es ist nur am Anfang richtig sauer und danach schmeckt geil. Ja, aber ohne Witz, das habe ich aber den Eindruck auch, dass so bei so Teddy oder so 1-Euro-Chop-Sachen, saure Sachen, sind krank sauer. Mhm. Ohne Witz. Ja. Weiß nicht, wie ich es möchte. Ist so stark? Mhm, aber schmeckt nach lecker.
Boah, ich atme ein, es brennt in der Nase. Am Anfang ist aber schlimm. Uff. Das ist übel sauer. Boah. Aber jetzt müsste es schon schmecken. Mhm. Das Pulver. Jetzt ungefähr. Mhm. Das Pulver ist das krank. Schmeckt aber, ne? Ist geil. Ja. Die sind gut. Die sind echt gut. Die Dinger. Also diese sind top wohl. Mhm. Okay. Ja. Yum, yum. Ich würde sagen, jeder kennt die. So, die machen wir gleich noch. Aber ansonsten, ich bin voll. Ich auch. Wir haben sehr viel durcheinander gegessen. Spicy. Geil. Fazit: Es gibt deutlich bessere Sachen als erwartet. Bin ich ehrlich. Gab es so Brot? Safe. Nein. Kuchen. Kuchen, ganz viel Kuchen, Kekse und sowas. Aber also Brot leider gar nicht, ne? Was fandst du am besten? Nix. War es so mies, das hast? Safe-Nudeln. Die du nicht gegessen hast. Ja. Stark. Das ist eine starke Aussage. Ohne Witz. Ich weiß aber auch nicht, was ich am besten fand. Ich sag ehrlich, übers Mittagessen heute habe ich mich gefreut, weil es nicht süß war, nicht allzu ungesund. Ja, stimmt, gut. Okay. Mhm. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Bis nächstes Mal. Ciao. Tschüss.